Pläne für einen Putsch in Deutschland soll die Gruppierung aus der Reichsbürgerszene geschmiedet haben, die vergangene Woche durch eine Großrazzia aufgeflogen ist. Viel Stoff für kurzfristig angesetzte Sondersitzungen von Innen- und Rechtsausschuss heute im Bundestag. Zumal unter den 25 Personen, die wegen Terrorverdachts festgenommen wurden, auch frühere Soldaten und Polizisten sind. Das wirft unter anderem die Frage auf, ob bei Sicherheitsvorkehrungen nachgezogen werden sollte, etwa beim Waffenrecht. Nürnberg 2016. Als Polizisten die Wohnung von Wolfgang P. stürmen, feuert der Reichsbürger Schüsse ab. Ein Polizist stirbt. Ein Gericht verurteilt ihn später wegen Mordes. Spätestens seit dieser Zeit ist klar, welche Gefahr von Reichsbürgern ausgeht. Innenministerin Faeser plant, das Waffenrecht zu verschärfen und bekommt Unterstützung von SPD und Grünen. Menschen, die eben dieses Gedankengut hegen, die hier für einen Umsturz stehen, gar meinen, die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer freiheitlich-demokratischen Grundordnung müsse abgeschafft oder gestürzt werden, dass wir dieses Gedankengut und diese Menschen, die dieses Gedankengut hegen, eben nicht mehr den Besitz mit Waffen erlauben können, sondern dass wir das möglichst zügig verhindern. Grundsätzlich sei es schon jetzt rechtlich möglich, Reichsbürgern Waffen zu entziehen, so die FDP. Allerdings, es gebe eine dreistellige Zahl an Waffenbehörden, und zwar in der Zuständigkeit der Kommunen. Das Waffenrecht würde dort jeweils unterschiedlich ausgelegt, so die Liberalen. Und wir dürfen hier nicht wieder den Fehler machen, dass in Berlin einfach das Recht geändert wird, aber in der Fläche diese Rechtsänderung überhaupt nicht gelebt wird. Also für uns gilt, Reichsbürger konsequent entwaffnen, aber dafür braucht es keine Rechtsänderung, sondern eine Anwendung des geltenden Rechts. In mehreren Ausschusssitzungen des Bundestags können die Abgeordneten am Nachmittag Fragen an Vertreter der Sicherheitsbehörden stellen. Auch dabei soll sich klären, ob Gesetzesverschärfungen nötig sind. Ordnen wir das ein mit Christoph Missmacher. Er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Also drei Gremien beschäftigen sich heute mit dieser Razzia. Die heikle Frage steht im Raum. Wir haben es auch gerade schon gehört. Wussten die Reichsbürger von den Razzien? Wurden sie vorgewarnt? Da steht ja auch die Presse eben unter Verdacht. Denn viele Medien wurden vorab über diese Razzien informiert. Was ist da dran an diesem Verdacht? Also zunächst einmal finde ich die Fragestellung völlig legitim und finde es auch völlig legitim, dass sich die entsprechenden Gremien im Deutschen Bundestag heute damit befassen. Es geht ja um die Eventualität eines potenziellen Durchstechens auf zwei Ebenen. Zum einen, weil über 3000 Beamte an dieser Aktion beteiligt waren und eben Journalisten auch wussten, wann die Razzien und wann die Festnahmen stattfinden. Soweit wie ich weiß, hat es keine Durchstecherei gegeben. Alle Haftbefehle, jedenfalls hier in Deutschland, wurden zugestellt und vollstreckt. Ob eventuell Unterlagen vernichtet worden sind oder in Waffen versteckt worden sind, das muss man abwarten, bis der Generalbundesanwalt und die Behörden ihre Ermittlungen abgeschlossen haben. Aber bewusste Durchstechereien kann ich nicht ausmachen. Die Frage, und dass die Gremien sich damit beschäftigen und die Ausschüsse, halte ich für völlig legitim. Für morgen oder übermorgen hat die Union eine Aktuelle Stunde beantragt. Warum macht die Union hier Druck? Weil sie die Frage schlicht und ergreifend umtreibt. Ein bisschen merkwürdig war ja, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz sich noch nicht so wirklich geäußert hat in der Öffentlichkeit. Der Generalsekretär heute sagte, na, ist doch ganz klar, wir sind sowohl gegen linksextremistische als auch rechtsextremistische Umtriebe. Aber die Union hat sich etwas erschrocken, salopp formuliert, über die flächendeckende Berichterstattung und will morgen in einer Aktuellen Stunde überhaupt über diese Razzia, nicht morgen am Dienstag, über diese Razzia diskutieren und debattieren im Deutschen Bundestag. Eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist ja unter den Festgenommenen. Das hat nun auch die Diskussion um den Zugang von ehemaligen Abgeordneten zum Bundestag entfacht. Was wird hier gefordert? Wie gehen hier die Linien? Ja, es geht darum, dass man den ehemaligen Abgeordneten nicht ihre Ausweise wegnehmen will, sondern dass sie weiterhin überprüft werden müssen, ob sie sich verfassungsfeindlichen extremistischen Gruppierungen nach ihrem Ruhestand angeschlossen haben und ob man das Hausrecht eventuell unter diesen Aspekten verschärfen muss. Es gab ja mal den Fall bei der großen Corona-Leugner-Demonstration, als Besuchergruppen im Genutz eingeschleust wurden von AfD-Abgeordneten, was für ziemlich viel Empörung gesorgt hat. Und hier geht es um ein Nachschärfen, was man mit seinem Ausweis, der einem immer noch
den Zutritt zum Gebäude des Bundestages und Reichstages ermöglicht, selbst wenn man ausgeschieden ist, ob hier weitere Sicherheitsüberprüfungen stattfinden müssen und regelmäßig erfolgen. Das Waffenrecht wurde gerade im Film schon angesprochen. Gerade mit Blick auf diese Debatte, wo laufen da die Konfliktlinien zwischen den Parteien? Ja, es gibt unterschiedliche Vorhaben. Das Waffenrecht sollte sowieso unabhängig von der Razzia jetzt und dem Putschversuch oder Putschplänen der Reichsbürger überprüft werden. Das ist seit vielen Jahren immer wieder strittig, auch nach Amokläufen. Es gibt eine Verschärfung des Waffenrechts, die seit 2020 gilt. Und das, was immer so ein bisschen strittig ist, ist die sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung, wie es heißt, bei der Waffenbesitzkarte, die man braucht, um eine Waffe überhaupt legal zu besitzen. Die gibt es ja, und dann sollen die Landesämter für Verfassungsschutz gucken, ob derjenige, der eine Waffenbesitzkarte beantragt, sich irgendwie extremistisch betätigt oder geäußert hat. Und bedauerlicherweise, das wissen wir ja aus dem Komplex um den Mord an den Regierungspräsidenten Walter Lübcke, verschwinden Rechtsextreme und Neonazis auch aus dem Blickfeld des Verfassungsschutzes und kriegen dann plötzlich eine Waffenbesitzkarte. In dem Umfeld hat man ja, glaube ich, 46 Waffen gefunden bei 2 Personen. Insofern, diese Debatte wird weitergehen. Die FDP ist da sehr zurückhaltend und sagt, die bestehenden Gesetze reichen aus. Nochmal vielleicht zum Schluss grundsätzlich. Was hat die Razzia gezeigt? Wie gefährlich ist diese Reichsbürgerszene? Die Reichsbürgerszene ist vielleicht politisch über lange Zeit unterschätzt worden. Die Gefährlichkeit manifestiert sich immer, wenn unterschiedliche Gruppen auch aus der bürgerlichen oder sogenannten bürgerlichen Gesellschaft zusammenkommen und Zugang zu Waffen haben. Und das ist eine Historie, die jetzt ernst genommen werden soll und ernst genommen werden muss. Denn wir gehen von über 1500 Extremisten aus, die legal Waffen besitzen. Und das ist die große Gefahr. Danke, Christoph Messmacher, für die Einordnung nach Berlin. Gerne.